So, in dem Teil geht es darum, wie ihr relativ schnell eure vorhandene Starterbase in eine Bunkerbase baut. Ihr werdet erstmal auf die schnelle Duck die ganzen Sachen hier zu Metall verarbeiten, beziehungsweise auf Metall aufwerten. Das müsst ihr so oder so machen. So, dann fangt ihr an. Ihr nehmt ein dreieckiges Fundament hier, nehmt ein dreieckiges Fundament hier. Nehmt ein dreieckiges, höher gesetztes Fundament, so. Jetzt ist die Frage, was wollt ihr hier haben? Wollt ihr hier ein dreieckiges Fundament oder einfach nur eine Wand hinbauen? Ihr könnt auch, einfach nur eine Wand hinbauen, wenn ihr das wollt. Ich persönlich würde ein dreieckiges Fundament hochsetzen. Dann könnt ihr hier oben noch ein bisschen Raum bauen. Dann baut er hier erstmal aus Stein. Hier eine halbe Wand drauf, hier eine halbe Wand drauf. Dann habt ihr hier auch noch einen kleinen Lagerplatz. Hier oben machen wir zu. Das machen wir, können wir auch Stein machen, das ist egal. Das können wir auch aus Stein machen. Die beiden machen wir auf jeden Fall aus Metall. So. Dann können wir hier erstmal, setzen wir einfach, machen wir erstmal hier einfach eine Door hin. Oder einfach hier eine Door. Zu. Eine Half Wall. Oh, ne, das war nicht so gut. Eine Half Wall. Hierhin und dahin. Oh. Erstmal schön überall alles aufgewertet. Dann bauen wir hier oben noch ein Dach drüber. Das ist jetzt nicht die kostengünstigste Variante, da wir ja schon hier haben wir Zings. Dann nehmen wir hier zum Beispiel eine Door rein, um eine Bunkerbase zu bauen. Aber ich will euch ja einfach nochmal zeigen, wie ihr eure Tür abschließen, wie ihr eure Standardbase in eine Bunkerbase verwandelt. So. Jetzt würden wir erstmal hier eine halbe Wand hinsetzen, dann hier eine halbe Wand, dann wird diese halbe Wand zu Metall verwandelt oder in Metall. Hier könnten wir zum Beispiel noch, keine Ahnung, eine Shotgun Trap hier oben an der Decke hängen oder hier an der Decke hängen. Hier oben gehört natürlich auch noch eine halbe Wand hin. Okay, wir hätten noch eine. Na, das war jetzt nicht so geil, aber ist egal. So, jetzt ist erstmal hier alles. Ach, jetzt machen wir alles aus Metall. Können wir nicht? Okay, gut. So, jetzt haben wir unsere Bunkerbase hier. Im Endeffekt. Das ist unser Bunker. Hier ist der Durchgang zum Bunker. Jetzt würden wir erstmal einen Schlafsack setzen. Ah, würden natürlich durch unseren Airlock. Schlafsack ist gesetzt. So. Jetzt machen wir unsere Bunkerbase zu. Dazu gehen wir. Wir haben immer Holz. Wir müssen natürlich, ja, das hätte ich fast vergessen. Vorher in unseren Kisten, die wir hier haben, müssen wir auf jeden Fall eine Axt gelagert haben. Wir lagern jetzt mal alles. Wir können im Endeffekt können wir uns auch nackig machen und alles da reinwerfen, auch fast alles hiervon. Ja, unsere Base protected, ich weiß. Fast alles davon. So. Wenn wir uns dahin begeben, hier schreiben wir in unseren wundervollen Schlafsack Bunker. Bunker. Ich bin auch einfach mal komplett am Verhungern, aber ist egal. Gut. Um den Bunker zu verschließen,
bauen wir hier eine Holzwand hin. Drehen diese Holzwand und machen die Wand unten aus Wood. Ganz normales Wood. Und immer die Softside nach innen zu unserem Bunker. Dann würden wir hier oben ein Dreieck bauen und diese machen wir aus Metall oder aus, na, wie heißt es? Aus High Quality. Aber ich sage mal, ein Typ, der schon lange dieses Spiel zockt, dem wird natürlich sofort auffallen, okay, das muss eine Bunkerbase sein, auch wenn diese Bunkerbase jetzt, wenn die Base komplett drumherum gehen würde, hier oben wie hier vorne wäre die Wand auf und die Base geht komplett da drumherum, würde ihm sofort auffallen, dass es eine Bunkerbase ist, weil es hat halt nur an dieser Stelle, wo der Bunker ist, 28% Stabilität. Aber das ist ja jetzt auch eigentlich egal, weil wenn richtige Pros kommen mit einem fetten Clan, dann ist es eh gegessen so. Weil die kommen in eure Base eh immer rein, da kann man machen, was man will. So, dann würde man sich jetzt, sagen wir mal, zum Schlafen legen. Wir killen uns jetzt einfach mal. Na, ja, wir killen uns jetzt. Wir würden uns jetzt zum Schlafen legen. Nächsten Tag kommen wir wieder online. Dann killen wir uns, wenn wir nicht schon gekillt worden sind und die in unserer Base sind. Dann müssen wir leider noch 1 Minute und 20 Sekunden muss ich jetzt warten. Das könnt ihr jetzt mit mir zusammen verbringen, die Zeit. Aber ich sag mal, das ist jetzt so der einfachste Weg, um eine Bunkerbase aus seiner Starterbase zu bauen. Man hätte die Starterbase noch ein bisschen anders bauen können. Das heißt, man hätte im Lootraum, also da, wo der Bauchschrank steht, hätte man nur diese Doppeltür gesetzt. Hätte davor eine normale Tür gesetzt. Und dann hätte man das Dreieck und den Bunker direkt davor setzen können, aber im Endeffekt ist es egal. Also ich baue meine Base halt in der Regel immer so. Ist zwar ein bisschen teurer, aber irgendwann hat man die Ressourcen drin. So, dann warten wir jetzt nochmal 60 Sekunden. Ganz easy. So, in 48 Sekunden ist der neue Tag. Wir sind gerade aus der Schule gekommen oder von der Arbeit oder wollen vor der Arbeit noch mal eine Runde zocken. Würden dann normalerweise außerhalb unseres Bunkers natürlich an der Stelle, wo ich mich gerade gekillt habe, respawnen. Oder irgendwer hätte versucht, uns zu raiden und hätte uns gekillt. Es gibt schon so Tage, da wird man, oder ja, da wird man alle 2 oder jeden Tag geraidet oder es kommt halt immer auf den Server an. So, dann würden wir in unserem Bunker aufwachen. Oh, wir müssen spielen. Schnappen uns unsere wundervolle Axt. Diese beiden Äxte hätten, oder beziehungsweise diese Steinaxt und diese Steinspitzhacke hätten wir natürlich nicht, weil auf offiziellen Servern gibt es sie nicht, dass die mit spawnen und würden dann erstmal unseren unsere Wand. 235 Points. Lalala, und los geht's. Ich hoffe, ihr habt mich gerade gehört, weil ich habe aus Versehen auf die Push-to-Talk-Taste gedrückt. Damn it. Gut.
Auf jeden Fall würden wir dann freudestrahlend auf unserer Wand rumhacken. Man sollte sich definitiv mehr als eine Hacke da hinlegen. Man kann ja auch, keine Ahnung, Speere nehmen oder Schwerter oder was man gerade zur Hand hat. Auf jeden Fall am besten zwei davon. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Damage so ein Schwert macht und wie viel man braucht, das habe ich nicht mehr im Kopf. So, dann würde man seinen Bunker zerhacken und sobald man dieses Teil zerhackt hat, bricht dieses obere hier auch weg. Und schwuppdiwupp könnt ihr weiterspielen. Wenn kein fetter Clan gekommen ist, natürlich. Weil in der Regel das zu zerballern, in den Bunker reinzukommen, ist echt mega schwer. Auf jeden Fall für Solo-Player ist das, kostet das mega viele Ressourcen. Was ich noch machen würde, wie vorhin schon gesagt, hier oben noch zwei Shotgun-Traps, weil die müssen hier durch sneaken. Und dann ist es für den Anfang, für den Solo-Player gegen andere Solo-Player erstmal relativ safe. Ich würde die ganze Base noch aus Metall machen und um die Base komplett noch rumbauen. So würde, das wäre so meine Sache. Ich würde auch schön auf diesem Level weiterbauen. Auf diesem, auf der Höhe, auf der. Der hier. Bam! Oh, jetzt ist es auch kaputt. Schön auf der Höhe um die Base rum. Und dann da oben auch noch ein paar Räume einrichten. Und immer, wie gesagt, mega viele Türen setzen. Mega viele Doppeltüren setzen, damit ihr im Nachhinein Garagentore nehmen könnt, weil die sind einfach nur episch. Ich glaube, Garagentore brauchst du durch 10. 9 Satchels, glaube ich, um durch ein Garagentor durchzukommen. Oder 7, ich weiß es nicht. Wenn es einer von euch weiß, der durch Zufall das Video sieht, könnt ihr das gerne mal reinschreiben, weil bei mir ist es echt schon viel zu lange her. So, ah, hier wäre zum Beispiel kein Garagentor drin. Aber das war jetzt so das Grundprinzip, wie ich mir halt am Anfang, wenn ich gerade frisch spawne, eine Base und einen Bunker baue. Ja, ich hoffe, es hat euch irgendwo gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal ein Like da lassen oder so. Ich wünsche auch, ich grüße auch, oh, wie heißt der? Co-IP. Ich hoffe, auch dir hat das Video gefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Co-IP war. Ich kriege immer so viele Nachrichten. Aber ist auf jeden Fall ein ganz netter Typ, der auch schon gespannt drauf wartet, dass dieses Spiel endlich auf der Xbox gibt, auf der PlayStation, auf der PlayStation gibt. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis denn dann, ciao.